Guten Abend. Ohne Spiel ist mir das Leben zu ernst, sagte sie einst, die als 16-Jährige erstmals vor der Kamera stand und fortan alles dafür tat, damit ihr Leben nicht zu ernst wurde. In unzähligen Fernseh- und Kinorollen wurde Hannelore Elsner spielend zum Liebling des Publikums und der Kritiker gleichermaßen. Nun ist die Grande Dame des deutschen Films im Alter von 76 Jahren gestorben. Jan-Peter Bartels erinnert. Mich macht es krank zu sehen, wie diese Einheitsmenschen sich hier breit machen. Es ekelt mich an, wie die in den Unterhosen wühlen, wie die Raffen. Die einsame, gescheiterte Schriftstellerin. Intensiv spielte das Hannelore Elsner in Die Unberührbare. Sie konnte zerrissenen Charakteren Leben und Tiefe geben. Also so geht das nicht, so kann ich nicht reden. Mama übt schon wieder so einen Druck aus. Das hat doch gar keinen Sinn. Ja, das stimmt. Lass es doch erstmal hier ankommen. Aber sie konnte auch leicht unterhalten, wie in Alles auf Zucker von Dani Levy oder als Kommissarin Lea Sommer, die in Frankfurt Verbrecher jagt. Bei jeder ihrer Rollen war sie mit ganzem Herzen dabei. Das ist das Schönste, wenn man beim Drehen sowieso alles vergisst, was ich ja meistens tue. Ich will mich da nicht kontrollieren oder denken, ich mache das mal lieber so oder so oder so. Mit 16 wurde sie in München entdeckt, schlüpfte in ihrem Leben in mehr als 200 Film- und Fernsehrollen. Noch im März hat sie gedreht, als pensionierte Kommissarin im Frankfurter Tatort. Hannelore Elsner starb nach kurzer, schwerer Krankheit. Und anlässlich des Todes von Hannelore Elsner ändert das Erste sein Programm und sendet heute nach dem Pokalhalbfinale die Filmkomödie Alles auf Zucker. Dieses Bild einer Überwachungskamera soll einen der Attentäter von Sri Lanka auf dem Weg zum Tatort zeigen. Dass eine lokale islamistische Extremistengruppe allein in der Lage gewesen sei, eine so verheerende und koordinierte Anschlagsserie zu verüben, das haben Experten schon recht früh bezweifelt. Aber steckt wirklich die Terrororganisation IS mit dahinter? Zumindest reklamierte die seit heute die Angriffe für sich. Sibylle Licht. Gebet und Schweigeminute. Die Menschen nehmen Abschied. Allein hier in Negombo wurden am Ostersonntag 100 Christen in einer Kirche getötet. Der Inselstaat hat diesen Dienstag zum nationalen Trauertag erklärt. Bilder einer Überwachungskamera. Sie sollen einen der Selbstmordattentäter auf dem Weg in eine Kirche zeigen. Die Ermittler versuchen, die Attentäter zu identifizieren. Einige Verdächtige seien noch auf der Flucht, sollen Sprengstoff besitzen, sagt Sri Lankas Ministerpräsident heute. Es gebe außerdem Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat. Die Regierung Sri Lankas vermutet, dass die Selbstmordattentate vom Sonntag eine Vergeltungsaktion gewesen seien für die Anschläge auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch vor 5 Wochen. Dabei starben 50 Menschen. Sri Lanka hat den Notstand ausgerufen und gibt damit den Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse. Auch für die Nacht ist wieder eine Ausgangssperre verhängt worden. Und wegen dieser Ausgangssperre erreichen wir unseren Korrespondenten Peter Gerhardt in Colombo in seinem Hotelzimmer. Die Behörden schließen eine Bedrohung durch weitere Anschläge also nach wie vor nicht aus? Genau so ist es. Und deshalb ist jetzt schon in der dritten Nacht in Folge diese Ausgangssperre verhängt worden. Aber auch tagsüber sind nicht so viele Leute hier in Colombo auf der Straße, denn die Menschen haben einfach Angst. Angst davor, dass diese Anschlagsserie noch nicht zu Ende sein könnte. Selbst die Polizei hat heute davor gewarnt, dass noch Lastwagen unterwegs sein könnten, auf denen Sprengstoff geladen ist, mit denen sich Attentäter in die Luft sprengen könnten. Und das trägt natürlich zu diesem Unsicherheitsgefühl bei. Die Menschen sind einfach verunsichert, denn 3 Tage lang haben sie hier jetzt schon Schreckliches erlebt. Und die Stadt Colombo kommt einfach nicht zur Ruhe. Und wie plausibel ist es, dass tatsächlich auch der IS hinter den Anschlägen steckt? Ja, die Regierung zumindest hält es für sehr plausibel. Sie geht dieser Spur jetzt nach, denn sie hat gesagt, dass diese lokale Extremistenorganisation, die bislang für diese Anschläge verantwortlich gemacht worden ist, überhaupt nicht in der Lage gewesen ist, nicht allein in der Lage gewesen ist, diese Anschläge zu planen und durchzuführen. Und insofern geht man dieser internationalen Spur jetzt nach. Auch der US-Geheimdienst nimmt offenbar an, dass die Sprengstoffreste, die man hier gefunden hat, zum Profil des IS passen könnten. Und insofern halten die Behörden diese Spur des IS für sehr plausibel. Peter Gerhardt, vielen Dank für die Einschätzungen nach Colombo. Gern geschehen. Sie wird in Konflikten und Kriegen weltweit als eine der perfidesten Waffen eingesetzt. Sexuelle Gewalt. Deutschland versucht dagegen jetzt vorzugehen. Und Außenminister Heiko Maas hat dafür extra prominente Unterstützung an Bord.
wie die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney und Friedensnobelpreisträgerin Nadja Murad. Maas will den derzeitigen deutschen Vorsitz im UN-Sicherheitsrat nutzen, um ein entschlosseneres Handeln gegen sexuelle Gewalt zu erreichen. Und hat dafür heute schon mal eine Resolution durchgebracht. Aus New York, Christiane Meyer. Ein Erfolg für Deutschland und für die Frauen in Kriegs- und Krisengebieten. Der Sicherheitsrat nimmt die Resolution gegen Gewalt und Missbrauch in bewaffneten Konflikten an. Nur China und Russland enthalten sich. Das war harte Arbeit, wirklich. Nicht nur heute. Not only today. Die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad und die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney hatten auf eine Annahme der Resolution gedrängt. 5 Jahre nach dem Genozid vor den Augen der Welt ist noch immer nichts unternommen worden, um die überlebenden Jesiden zu retten. Wir kommen zur UN und geben Statements ab, aber es geschieht nichts. Der Ruf nach Gerechtigkeit kommt auch von Amal Clooney. Sie fordert die Einsetzung eines internationalen Strafgerichts. Es wird Zeit, Gerechtigkeit zur Priorität zu machen, sodass solche Dinge in die Geschichte eingehen und nie wieder geschehen. So ehren wir die Überlebenden wie Nadia, die schon jetzt zu viel gelitten haben. In letzter Minute wurde der Text noch abgeschwächt. Die Passage über mögliche Abtreibung nach Vergewaltigungen wurde gestrichen, auf massiven Druck der amerikanischen Regierung. Und wir machen weiter mit Kurznachrichten und die hat Judith Rakers. Ägyptens Präsident al-Sisi kann mindestens bis zum Jahr 2030 weiter regieren. In einer Volksabstimmung sprachen sich fast 90% für die dafür nötigen Verfassungsänderungen aus. Kritiker fürchten, al-Sisi könnte seine autoritäre Herrschaft nun weiter ausbauen. In Thüringen kämpfen Feuerwehrleute weiter gegen einen großen Waldbrand. Das Feuer am Bleilochstausee soll sich auf 13 Hektar ausgebreitet haben und wurde durch starken Wind weiter angefacht. Inzwischen ist der Brand offenbar unter Kontrolle. 4 junge Männer aus Afghanistan und dem Iran haben gestanden, Ende Dezember mehrere Passanten in der Innenstadt von Amberg angegriffen zu haben. Zum Prozessauftakt bedauerten die Angeklagten die Taten. Sie müssen mit mehrmonatigen Haftstrafen rechnen, die aber teilweise zur Bewährung ausgesetzt werden könnten. Und zum Schluss noch das Wetter. Da erwartet uns morgen ein Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt warm bei Temperaturen von 23 bis 28 Grad. Und damit zurück zum DFB-Pokal und zu Alexander Bommes. Ihnen einen schönen Abend noch.